Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor das eigentliche Video aber gleich losgeht, möchte ich unbedingt was loswerden. Du hast hier so viele Videos auf YouTube angeguckt. Du willst ein Elektroauto dir zulegen. Du findest die ganze Sache interessant, aber die Antworten findest du nicht ganz in den Videos. Und du hast so einen Riesenkopf, wenn es um Ladekarten geht, wenn es um die Apps geht, wenn es um die Ladesäulen geht. Wie klappt das alles? Werde ich zurechtkommen? Ey! Alles gut, jetzt ist der Tarek da. Ich biete dir die einmalige Möglichkeit, den es in Deutschland momentan gibt, ganz neu, exklusiv bei mir. Du kannst mich und den Mustang Mach-E für dich buchen, ganz genau. Ich komme entweder zu dir nach Hause mit einer Kilometerpauschale oder wir treffen uns hier in Köln. Ich hole euch gerne auch vom Bahnhof ab. Ist kein Thema, Leute. Wir fahren 2 Stunden lang gemeinsam mit dem Mustang Mach-E und mir zu einer Schnellladesäule, zu einer AC-Ladesäule. Wir fahren auf die Autobahn, wir fahren ein bisschen Landstraße und wir fahren in der Stadt. Ich erkläre euch, wie das Ganze etwa funktioniert. Was für Ladekarten gibt es? Was für Lade-Apps gibt es? Wie funktioniert das alles? Wie melde ich mich an? Wie teuer ist das? Wo sind die Preisunterschiede? Also, alles gut, Leute. Ab sofort bin ich da. Die meisten Leute holen sich nämlich nicht das falsche Elektroauto, sondern die holen sich das Auto mit der falschen Batteriegröße. Und darauf kommt es heutzutage an. Ich möchte dich vor einem Fehlkauf bewahren. Wenn du dich interessieren möchtest, wie sowas funktioniert, dann schreib mir eine E-Mail. Das Ganze würde dich am Ende nur 99 Euro kosten. Das ist doch nichts, oder? Also jetzt zuschlagen, elektrobuy@yahoo.com, buche mit mir zusammen deinen Elektroauto-Crashkurs. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo zusammen. Hallo bei den Elektrobuys. Also Nas und ich, und heute fährt Nas übrigens, haben uns vorgenommen, ach komm, wir haben heute Zeit, nicht? Richtig. Machen einen kleinen Ausflug und nehmen euch natürlich mit. Ja, wir haben, Aschkem, wie viel haben wir im Auto drin? 76%. Und Reichweite? 309 Kilometer Reichweite, das reicht. Wo fahren wir denn heute hin? Einfach mal so. Ja, wir haben uns überlegt, wir haben mehrere Städte uns überlegt und haben uns jetzt entschieden, nach Wiesbaden zu fahren. Wiesbaden, ganz genau. Und wenn einige von euch dort wohnen, dann herzliche Grüße nach Wiesbaden. Wir sind gespannt, wir waren da noch nicht. Mhm. So, dann gehen wir das mal im Navigation zusammen ein. Wiesbaden von Köln aus. Ding, ding. Auf die nächstgelegene Straße. Ja, 176 Kilometer, 1 Stunde 46 Minuten Fahrzeit. Dann würde ich sagen, Aschkem, darf's ruhig mal Strom geben. Los geht's. Los geht's. Hoffentlich wird es nicht regnen. Noch ein paar kurze Daten zum Auto. Wir haben 22 Grad links und rechts eingestellt. Wir haben den normalen Fahrmodus aktiviert, so wie wir das immer machen. Und, ihr Lieben, Nas fährt mittlerweile mit One Pedal Driving. Die ist nämlich angeschaltet. Früher hat sie mich immer angekackt. Mach das aus, mach das aus. Und mittlerweile möchte sie sich daran gewöhnen. Ja, ich meine, wenn es schon so eine Funktion gibt, warum sollte man das nicht nutzen, oder? Ist doch einfach eine Bequemlichkeit. Auf jeden Fall. Nichts geht. Also ich kenne nichts Besseres, mit dem Gaspedal oder Strompedal bremsen zu können. Du musst nicht den Stepptanz machen. Finde ich mega. Am Anfang ist es wirklich ungewohnt gewesen. Und so langsam kommt es bei dir aber auch. Auf jeden Fall. Übrigens ist heute der 16. Januar 2022 und ein besonderer Tag für uns, denn... Ja, die 10.000 Abos erreicht. 10.000 Abonnenten. Danke nochmals, ihr Lieben. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen, die Live-Sendung, denn das ist schon gelaufen, denke ich. Und wir hoffen und gratulieren den Gewinnern von den Gutscheinen und die müssten schon auch unterwegs sein. Ja, wir sind auch unterwegs jetzt. Na, es gibt hier schön Gas mit... Gas oder Strom beziehungsweise 150 Sachen. Ja, wenn das so weitergeht, dann wird der Verbrauch sich aber nicht verringern. Hier 27 Kilowattstunden. Ich fahre so selten, lass mich einfach in Ruhe. Mein Gott, ich habe eine Raserin geheiratet. Es macht Spaß. So, wir schauen mal, wie es denn mit den Ladestationen in Wiesbaden aussieht. Gucken mal im Auto nach erst. Hoppala, suchen. So, suchen und zwar am Zielort nach Stromtankstellen, bitte.
Und da kommen sie auch, die Ladesäulen am Zielort in Wiesbaden. Okay, da haben wir schon einiges. Ich habe eben bei Shell Recharge und NBW App auch nachgeschaut. Entweder werden wir hier laden, Burgstraße 2 oder Kulinstraße. Ich nehme mal erstmal die Kulinstraße und navigiere uns direkt dorthin. Falls die belegt sein sollte, nehmen wir die Burgstraße eben. Der A393 Kilometer folgen. Ja, noch 112 Kilometer. Das kriegst du doch hin, Aschkem, oder? Und? Was bist du da am Essen, bitte? Man spricht nicht mit vollem Mund. Man spricht nicht mit vollem Mund, okay. Ja, es muss natürlich sein, wie bei jeder Reise. Nicht zum Laden, nein, Strom haben wir genug, aber wir müssen beide für kleine Mädchen. Der Kaffee macht uns immer zu schaffen. Der Kaffee. Halten wir nicht aus. Fahrradtausch ist angesagt. Jetzt sitzt der Tarek wieder an seinem Platz. Nas ist an ihrem Platz, so wie es sich gehört eigentlich. Ne? Und ja. Es hat angefangen zu regnen. Jetzt darfst du gerne selber fahren. Ja, endlich mal ein bisschen Schnee, oder Aschkem? Also ich wollte hier unbedingt Schneeballschlag noch machen dieses Jahr. Aber das ist wird nicht mit dem Schnee, das ist vereister Schnee. Aber dennoch schön zu sehen. Ja, wir haben 1 Grad Außentemperatur mittlerweile, noch 14 Kilometer bis nach Wiesbaden. Und es wir wird müssen, dunkel. Bis wir da ankommen, haben wir es Viertel nach drei oder so. Es wird vielleicht dunkel, so gegen 17 Uhr. Wir zeigen euch ein paar Impressionen aus Wiesbaden und 14 Kilometer noch Langstraße. Wir haben noch 23% im Akku. Mal gucken, wie das mit dem Laden da klappen wird. Ja, das ist eine Ladesäule von den ESWE Naturstrom. Ihr schließt erst das Kabel hier an der Säule an, dann am Auto, dann die Karte dran halten, dann wird sie erst freigeschaltet. Es leuchtet blau, unser Auto lädt und bevor es dunkel wird, laufen wir jetzt gemeinsam in die Altstadt. Aschkem? Und? Ist hier kalt? Sehr. Ich bin froh, dass ich die Jacke anhabe. Jetzt musst du aber deine Jacke schnell anziehen. Und das nennt sich hier der Römerturm oder das Römertor. Wie nennt sich das hier? Das Römertor. Römertor, okay. Es ist so saukalt. Kalt. Die Frage ist jetzt, wo lang laufen wir? Hallo, wo ist die Altstadt? Altstadt, wo bist du? Wo sind wir denn jetzt? Also wir sind vor dem größten Kuckucksuhr der Welt. Das war mal natürlich der Fall. Jetzt ist es nicht mehr. Ich glaube seit 1947 nicht mehr. Und normalerweise jede halbe Stunde zeigt sie sich. Aber da es heute Sonntag ist, müssen wir das wohl übernehmen. Kuckuck! Kuckuck! So, fast wäre ich wieder gestolpert. An den Treppen hier wäre ich fast gestolpert, echt, ey. Und dann auch noch rückwärts Treppen runter. Mein Schatz hat mich gerettet, als ich bin. Aber wunderschön hier. Dieser Park im Sommer oder im Frühling, wenn die Bäume grün sind, kann ich mir vorstellen, dass es hier sehr schön ist, oder? Also mit Sicherheit kommen wir im Sommer nochmal hierher. Ich liebe es ja, überall, wo es schöne Brunnen gibt. Genau. Und wo man halt sehr, sehr viel Platz hat, so... Große ja, Plätze, die genau, frei große sind Plätze, halt einfach toll, sehr echt. Schön. Zwei Kugel Eis für Nas, für den Tarek ein Cappuccino und da ist das Casino, das berühmte Casino von Wiesbaden. Was ist da geschehen, Aschkem? Erzähl mal. Ich denke, das ist auch tatsächlich, ja, Dostoevsky. Der russische Schriftsteller. Genau. Hat dort sich extrem verspielt, ja, verschuldet, ja. Und hat keinen Kredit mehr bekommen und musste so schnell wie möglich einen neuen Roman schreiben, um wieder flüssig zu werden. Okay. Und somit entstand der Roman von ihm, Der Spieler. Übrigens gefiel mir am meisten Schuld und Sühne von ihm.
Also ein bisschen schwerer Sturm, aber der war gut. Nee, für mich ist nichts Dostojewski. Also für den Tarek ist das alles zu heavy. Ja, früher, wo ich mehr Zeit hatte, habe ich sehr, sehr gerne solche Schinken gelesen, aber mittlerweile leider keine Zeit mehr. Wie hieß dieser eine Autor, der Anwalt? Der hat ja so tolle Romane geschrieben. Grisham, John Grisham. John Grisham, Leute. Ich bin ein riesengroßer Fan. Mega, und mega. Dan Brown, auf den mag ich. Ja, also weiß ich nicht. Aber ich habe 3 Romane von John Grisham gelesen. Hammer. Guck, liest es euch unbedingt. Also echt. John Grisham ist schon cool. Der Regenmacher, dann das Urteil und noch eins. Der Regenmacher, das Urteil. Ich weiß nicht, was du gelesen hast. Ich habe bestimmt schon 30 Bücher von ihm gelesen. Den dritten habe ich vergessen. Doch, aber ich weiß, der Partner. Der Partner. Oh, mega. Wurde noch nicht verfilmt. Mega Romane, Leute. Echt toll. Und Aschkem. Es war sehr imposant, oder? Sehr. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Wir waren jetzt nicht da, wo gespielt wird, wenn schon der Vorraum so schön ist, möchte ich gar nicht wissen, wie das da drin ist. Wie das da drin ist. Also, hier kannst du ganz schnell arm werden, aber ganz schnell. Nein, möchten wir nicht. Nein, wollen wir nicht. Haben wir nicht, wollen wir nicht. Und hier hinten, Leute, gibt es einen Riesenpark in Wiesbaden. Das hat einen bestimmten Namen, dessen, was ich jetzt vergessen habe. Und ich glaube, hier finden im Sommer Konzerte statt. Schön. Ja, so ist es leider im Winter. Aber ich kann mir vorstellen, dass man im Sommer hier sehr, sehr, sehr nette Bootsfahrten unternehmen kann. Auf dem kleinen See. Ich hätte es dir ja vorgeschlagen im Sommer, aber du wolltest nicht. Ja, wir sind aber dafür nach Münster, nach Limburg. Richtig. Wir haben so viele Städte besucht und euch mitgenommen. Ja. Und diejenigen unter euch, die es noch nicht geschaut haben, findet ihr alles unter Reisevideos und Städte. Aber Wiesbaden werden wir im Sommer nochmal kommen. Das sind Wiesbadener Enten. Komm her. Komm her. Aschkem, das erinnert doch total an Central Park, oder? Total. Also wirklich. Es ist natürlich nicht so groß. Natürlich nicht. Es hat nicht so viele Brücken, aber einfach vom Charme her, würde ich sagen. Sehr schön. Ja. Mir gefällt es auch, dass die hier überall diese Bänke hingestellt haben. Schau mal. Im Sommer kann man hier sehr, sehr, sehr gut Zeit verbringen. Es müssen hier nicht immer Cafés oder so sein. Genau. Sondern einfach hier mitten in der Natur. Was gibt's Schöneres? Echt, gefällt mir. Wüste hier von Dostojewski. Dostojewskis Büste? Es wurde von der Spielbank ihm zu Ehren gestiftet. Oh ja, hier 1996. Tja, ein berühmter Spieler. Ja, ich meine, nicht weil er Spieler war, sondern weil er ein hervorragender Schriftsteller war. Und jetzt sitzen wir wieder im Auto. Das Auto ist noch angesteckt. Es leuchtet schön blau. Hier eine Ladesäule. Wir haben mittlerweile 53%. Ich glaube, wir hatten ihn mit 20 oder so angesteckt. Von Köln aus, meine Lieben, ich habe es vergessen, euch eben zu zeigen, haben wir knapp 174 Kilometer gemacht gehabt. Durchschnittlich 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht. Und nass! Was machst du? Meine Jacke ausziehen. Und zwar nämlich so kalt. Wir hatten eben 0 bis 1 Grad draußen, wirklich. Und trotzdem, aber während ich die Kamera hielt, sind genau, meine Finger eingefroren. Kennt ihr das, dass ihr kein Gefühl mehr habt? Genau. Oder irgendetwas? Und dann kannst du die Finger kaum bewegen. So. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch ein paar schöne Bilder einfangen konnten von Wiesbaden. Ist toll. Es war zu kurz. Es war zu kurz und zu kalt.
Also wir würden euch definitiv empfehlen, im Mai nochmal hier hinzukommen. Dann wird es bestimmt traumhaft, oder? Also ich wollte so gerne zum Nero Park und Nero Berg. Ja, auch das mit wird der Bahn kann man, Seilbahn, da kann man dahin fahren. Oder Schloss Biebrich hieß das, genau, glaube ich. Kommt im Mai, April, Mai, Leute. Perfekt, perfekt, wirklich. Super schöne Stadt. An alle, die in Wiesbaden wohnen, Leute, schaut mal, wir waren in eurer Stadt. Wir werden wiederkommen. Wir werden vielleicht wiederkommen, aber wir müssen noch viele andere Orte besuchen. Und übrigens, ja. Wir sind gerade immer noch dabei, Kommentare zu beantworten. Danke, danke, danke. Danke für die ganz lieben Glückwünsche, für die netten Kommentare, für die 10.000 Abos nochmal. Okay. Und ja, was soll ich sagen? Also ihr macht uns echt hier verlegen. Wirklich? Ihr erfüllt uns. Erfüllt uns, genau. Apropos erfüllen, gegessen haben wir auch. Wir haben, was haben wir gegessen? Komm, sag's. Wir wieder haben nur uns ein Sandwich. Warum? Sandwich. Warum? Weil ich keine Lust hatte zu sitzen irgendwo. Mir war einfach kalt. Ich wollte wieder zurück ins Auto. Und? Ich bin der Spielverderber, aber egal. So, wir gucken mal, was unser Navi sagt bis nach Hause. Wir haben nämlich nur 200 Kilometer Reichweite. Auf die nächstgelegene Straße fahren. Gut, okay. Also bis nach Köln sind es 173 Kilometer. Das Auto zeigt uns 203 Kilometer Reichweite an. Das wird 100% klappen, denn die Reichweitenanzeige unseres Mustang Mach-E ist immer sehr zuverlässig. Der Verbrauch ist aber generell bei 24. Warum heute 25? Weil wir eben bei der Hinfahrt ein bisschen Gas gegeben haben. Na, junge Frau. Okay, Leute, schaut euch das Wetter mal an hier. 1 Grad Außentemperatur und ganz viel Nebel. Yep. Und egal mit welchem Auto man unterwegs ist, das macht keinen Spaß. Nein. Aber der Autopilot, der kann es noch. Also, da wir zu Hause keine Lademöglichkeit haben und das leider ein großes Manko ist in der Elektromobilität, müssen wir jetzt unterwegs, bevor wir nach Hause kommen, nochmal das Auto etwas nachladen. Wir sind jetzt hier in Montabaur West. Hier sollen es MBW-Ladesäulen geben mit jeweils 150 kW CCS-Steckern. Ich bin gespannt, ob die frei sind oder nicht. Aber laut Auto müssen die frei sein. Ich habe es nämlich schon im Navi eingegeben gehabt. Ich lade das Auto. Wir haben jetzt 30% im Akku. Ich lade ihn so vielleicht 50% bis zu 50% voll und dann geht's weiter. So, wir haben natürlich Autocharge aktiviert bei NBW, was super funktioniert bis jetzt. Einfach Stecker nehmen, ans Auto dran stecken und es müsste dann gleich losgehen. Es geht auch los. Das klappt immer so gut hier mit NBW. Ich kriege jetzt auch gerade die Meldung auf dem Handy, Ladevorgang gestartet. 30% Ladezustand. Wie viel Energy kriegen wir denn hier für den schicken Mustang? Und es geht los. Hundertsechs, 113. Ja, super. Das sieht doch schon mal gut aus, ihr Lieben. Schaut mal. Also das ist echt komisch, ne? Wir haben angefangen mit 130 kW und jetzt fällt der langsam runter und runter und runter. Was habe ich denn von diesem Peak, wenn der ganze Zeit runterfällt? Wir sind mittlerweile bei 108 gelandet. Der muss doch eine bestimmte Kurve halten, Mensch, verdammt nochmal. Und der fällt immer noch weiter. Ich beobachte das mal jetzt. So, und der pendelt sich bei 44% bei 102 kW ein hier, das Auto. Ich lade ihn so bis 55-60% hoch und dann geht's weiter. Was sagt die Ladesäule? 67% und er lädt hier mit knapp 89 kW. Aber wir beenden das Spiel jetzt. Es geht weiter nach Hause.
Ja, meine Lieben, wir sind jetzt in Köln angekommen, haben insgesamt fast 350 Kilometer gemacht. Ein Durchschnittsverbrauch von 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, mit 36% im Akku angekommen. Und Aschkim, wie war's? Ja, es war auf jeden Fall ein schöner Tag. Ein bisschen zu kurz, weil wir spät losgefahren und sind. Und zu kalt auf jeden Fall. Oh ja, es war wirklich kalt. Also es war einer der kältesten Tage, würde ich mal jetzt sagen. Ja, also in Wiesbaden war so ein eisiger Wind. Ja, gefühlt waren es wie minus und 3 oder 4. Nieselregen, ne? Nieselregen teilweise. Genau, genau. War sehr unangenehm. Aber war dennoch schön. Wir hoffen trotzdem, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Und wir haben in der kurzen Zeit versucht zu sehen und euch das auch zu zeigen, genau, was wir sehen konnten. Genau, also Wiesbaden war definitiv super schön, hat uns sehr guter gefallen, Tipp. Die Altstadt. Ein guter Tipp für alle, die jetzt in der Nähe wohnen, aber noch nicht da waren, unbedingt hin. Das war's von uns. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.